Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal sind wir hier aus den Verliesen von Irlon entkommen und haben uns nach oben durchgekämpft zum Vorposten und haben dort eine weitere Person getroffen, mit der wir jetzt versuchen, zusammen gegen die Invasion der Widerlinge und allgemein der Outlander vorzugehen. Und wie der Missionsname schon sagt, versuchen wir den Vorposten zu retten, weil sonst haben wir keine andere Möglichkeit, irgendwie zu überleben. Und schauen wir mal, ob das Ganze klappt. Ja, wir sind immer noch beim Irlon Vorposten, steht da. An der Oberfläche angekommen, begegnet dir eine Bedrohung, die noch größer ist als die Gefangennahme. Der Vorposten wird angegriffen. Kämpfe Seite an Seite mit deinen Brüdern aus Zelenhain, um die Eindringlinge abzuwehren. Rette den Vorposten, besiege die Drekatar, vernichte den feindlichen Hauptmann. Genau, nicht die Outlander, sondern die Drekatar, die greifen hier gerade an. Es sind ein und dasselbe, mehr oder weniger, meine ich zumindest, aber egal. So. Na, wer bist du denn? Ich könnte hier deine Hilfe gebrauchen. Ja, das... Im Innenhof wimmelt es nur so von Feinden. Das glaube ich dir, aber du hast einen schönen Bogen, sein hätte ich auch gerne, ja. Aber... Wir finden hier immerhin eine Armbrust. Das ist zwar nicht so schön wie ein Bogen, aber mit der Armbrust können wir sicherlich auch was anfangen. Na? Ach. Das ist mir gerade ein bisschen zu doof mit der Armbrust hier. Die bewegen sich zu blöd und ich bin nicht so zielsicher. Weil ich bin halt ein Krieger. Wow. Wow. Guckt euch mal meine Lebensenergie an. Was sollte das denn? Aber jetzt müssen wir den Außenposten retten. Wir werden angegriffen. Toll. Und der Heiltrank bringt mir gerade mal die Hälfte der Lebensenergie zurück. Ja genau, es schießt auch noch mit Brandpfeilen auf mich. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht genug Lebensenergie. Ja, klar. Mein Gott. Na gut. Schauen wir mal, dass wir hier reinkommen. Weil da nach draußen wollen wir definitiv nicht. Hm, toll. Der Hebel ist abgefallen. Ja, glücklicherweise steht hier aber so eine kleine Kanone rum. Deswegen, nee, ich kann leider nicht übers Tor schießen, um mich für den Stein zu rächen, der mich kaputt gemacht hat. Na gut, dann schießen wir mal mit der Kanone das Tor da kaputt. Wenn der Hebel schon kaputt geht, ja, dann sollen sie halt den Hausmeister mal anrufen, dass er hier das besser wartet. Oh, oh, das klingt wie Sprengstoff. Ich glaube, ich sollte zurückgehen. Na komm, explodiert. Aua. Oh Gott. Ich hätte mich einfach nicht von den Trümmern treffen lassen. Jetzt habe ich schon wieder keine Lebensenergie mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh Gott, das ist noch mehr Sprengstoff. Oh, danke für den Trank. Den kann ich wirklich brauchen. So, jetzt verstecke ich mich mal hier hinter, damit ich nicht schon wieder von irgendwas getroffen werde. Alter, du hast gerade meinen Verbündeten umgebracht, du Blödmann. Blöder Ork, ey. Und wo ist eigentlich die mit dem Bogen? Sollte die mir nicht zur Seite stehen? Alles muss man alleine machen. Na gut. Ich glaube, wir gehen erstmal hier lang. Das führt nämlich, soweit ich mich erinnere, in eine Sackgasse. Jawohl. Und wir wollen natürlich die Sackgasse zuerst abhandeln. Damit wir dann in aller Ruhe... Oh, das ist ein Goblin, das ist kein Widerling mehr. Der hat so ein bisschen Rüstung, der ist total widerstandsfähig. Wo sind die Heiltränke, wenn man sie braucht? Ach, da oben ist einer. Ah, cool. Den kann ich jetzt auch gebrauchen. Ich glaube, das wird das Heiltrank-intensivste Level des gesamten Spiels. Na gut, wahrscheinlich nicht, aber es ist schon irgendwie traurig, dass ich jetzt schon so viele Heiltränke benutzen muss. Aber na gut, ansonsten ist hier nichts weiter. Wir haben ein bisschen mehr Gold gesammelt. Dann können wir uns jetzt dem richtigen Weg widmen, denn auch in diesem Level möchte ich 100% an Gold sammeln. Oh, du bist tot. Das tut mir leid. So. Oh, was kommt denn da runter? Habt ihr... Ist ein Katapult gegangen und ihr habt die restlichen... Die Überreste jetzt rüber geschleudert oder wie? Oh Mann. Ja, stellt euch das mal auch schwer vor, wenn die Gegner noch mehr Schaden machen und ich dann... Ich dachte gerade, ich hätte irgendwo Text gesehen. Und ich dann mehr Lebensenergie verliere und dann solche Momente, das ist schon ein bisschen unfair. Und das ist zwar eigentlich nicht normal, dass man in diesem Level hier schon so viel Schaden nimmt. Das ist jetzt einfach ein bisschen Pech oder Dummheit. Oh Gott, meiner Seite. Oh, bombardiere.
Aber in anderen Leveln gibt es halt ähnliche Stellen. Und dann wird man von irgendwas getroffen, das irgendwie vom Himmel kommt und nimmt viel Schaden. Und dann sind auch noch starke Gegner auf schwer. Das ist Haupttor. Und dann hat man eigentlich keine Chance. Und vor allem, wenn das dann am Ende des Levels passiert, das ist wirklich sehr nervig. Warum bist du da runtergesprungen? Na, ich glaube, du bist nicht freiwillig da runtergesprungen. Na? Ich mach Scherben. Ich treffe besser als ihr. Haha. Du kannst echt nicht schießen, oder? Bleib mal stehen! Ja, natürlich. Dann, wenn ich nachgeladen habe, dann bewegst du dich wieder. Ach, das ist mir zu blöd. Ich gehe jetzt doch mit Schwert und Schild. Oh Gott. Ein Ork. Na gut, das war ein Ork. So. Du stirbst jetzt erstmal. Dankeschön. Na, Pfeile nehme ich natürlich gerne mit. Denn wir haben auch nur begrenzte Munition, wie ihr da oben sehen könnt. Aber 94 Schuss sollten für den Level hier eigentlich vollkommen ausreichen. So viel brauchen wir gar nicht. Na komm. Oh, ich hab den gar nicht richtig getötet. Den auch nicht, verdammt. Ich sollte es richtig durchziehen. Na komm. Hör auf mich zu schießen und stirb einfach. Ja genau, du stirbst auch. Du bist nur ein kleiner Ork. Nicht mal ein Ork-Bombardier, nur ein normaler Ork. Du bist nicht viel besser als ein Widerling. Ich sollte vielleicht sowas nicht zu laut sagen, sonst töte ich mich gleich wirklich. Hallo? Na, du hältst schon wieder mehr aus, ne? Komische Sache. Na gut. Ja, wir sind auf dem Dach. Und hier ist ein toter Ork. Ob das irgendwas zu bedeuten hat? Ah, 100% Gold. Sehr schön. 100 von 100 Goldstücken. Das sehe ich doch sehr gerne. Komme ich darüber? Okay, vergiss das. Na toll. Fetter Ork macht die Leiter kaputt. Oh, was ist denn da oben überhaupt? Das sieht aus wie der Tormechanismus. Das ist nicht gut. Wir können nicht nach oben, um das Tor wieder zuzumachen. Na super. Na jetzt zumindest ist noch das Holztor übrig. Ja, kommst du runter? Komm her. Das ist ein Ork-Bombardier. Ihr seht schon, der hat ein bisschen Rüstung an und der hat auch ein Schild. Deswegen ist der ein bisschen stärker als die normalen Orks, aber wie ihr seht, auch kein Hindernis. So, und irgendwie hat er die Tür abgeschlossen. Obwohl wir nach ihm erst reingegangen sind, aber hey, er hatte den Schlüssel dabei. Und da kommen wir nicht rüber, schade. Na gut, dann muss ich es in die andere Richtung mal auch nicht probieren. Oh, hallo. Und tschüss. Guten Flug, würde ich mal sagen. Ah, jetzt strömen wir natürlich wieder Goblin-Massen hoch. Unglaublich. Komm her! Komm her. Stirb. Stirb. Braver Goblin. Hast du fein gemacht. Du könntest mir doch mal einen Heiltrank geben. Das wäre eigentlich perfekt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Könnte ich nämlich gerade sehr gut gebrauchen. Oh, da ist einer. Sehr schön. So, mein Gefühl sagt mir, ich sollte hier stehen bleiben. Und ich glaube, das war eine gute Idee. Weil sonst hätte uns wahrscheinlich der Rambock hier irgendwie massiv Schaden gemacht. Habt ihr gerade das Tor wieder runtergelassen? Direkt nachdem ich raus bin? Das klingt aber gar nicht gut. Aber ist das euer Ernst? Ihr lasst mich jetzt hier draußen alleine gegen... Na, die Leute da alle kämpfen. Die mit Brandpfeilen auf mich schießen. Was soll denn der Mist? Das finde ich nicht nett von euch. Das ist nicht sozial. Naja. Ihr könnt zumindest die Armbrust... Was war das? Was war das? Hilfe! Das Schloss hat's auf mich abgesehen. So. Da kommt ja noch ein Ort. Komm her. Komm her. Und der Goblin da hinten kann auch sterben. Na, willst du nicht zu mir kommen? Dann halt nicht. Oh. Hilfe. So, du hast Brandpfeile. Die will ich erstmal ausschalten. Und ihr seht schon, die Leute da vorne, die haben Bögen. Genau wie die, die uns eigentlich hätte helfen sollen. Und im Unterschied zur Armbrust kann man damit mehrere Pfeile gleichzeitig abschießen. Was natürlich viel Schaden macht, wenn es denn mal trifft, ne? Also die sind nicht besonders zielsicher. Vielleicht hätten sie sich bessere Leute suchen sollen, um hier diese Festung anzugreifen. Dann hätten sie es vielleicht geschafft. Wow. Ja, ich denke, jetzt schaffe ich das ohne Probleme.
So, das da vorne, der Typ, der beim Katapult steht, das ist der Anfänger. Man sieht schon, der hat einen eigenen Namen, Borje. Schauen wir mal, dass wir den ausschalten. Also erstmal ein bisschen Fernkampf. Das ist schon gut. Jetzt habe ich den Namen geguckt, dadurch daneben geschossen. Na super. Ich muss nur aufpassen, dass ich da nicht gleich in die Schlucht falle. Das wäre irgendwie ein sehr unrühmliches Ableben. Und der ist so langsam. Ne, so langsam ist er gar nicht. Aber der ist auch nicht schneller als ich. Von daher kann ich den schön mit der Armbrust behalten. Na, und wie geht's sonst so? Was? Oh, das war ein Headshot. Cool. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Es wurden 100 von 100 Goldstücken gefunden. Das finde ich doch gut. Für deine mutige Rettung des Vorpostens erhältst du eine stattliche Belohnung. 25 Goldstücke als Belohnung erhalten. Cool. Ja. Was soll das denn jetzt? Jetzt hat er mir die Mission nochmal beendet, oder wie? Da steht doch, du hast 100 von 100 Goldstücken. Vorher hattest du bereits 100 Goldstücke auf dieser Karte gefunden. Es wurde kein weiteres Gold hinzugefügt. Was ist das denn für ein Bug? Na egal, Hauptsache ich muss die Mission nicht nochmal machen. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Ihr habt uns große Dienste erwiesen. Diese brutalen Eindringlinge abzuwehren, obwohl ihr in Gefangenschaft wart, war zumindest sehr kühn. Ist das nicht diese Person, die wir ins Gefängnis werfen ließen? Du erwartest, dass wir diese Leute für loyal halten, obwohl sie nicht einmal die Steuern zahlen, die sie uns schulden? Meister, Herr Meister, Adrian Hong. Sandy, mein Meister. Es ist wahr, ihr habt ein Verbrechen gegen uns begangen. Und doch scheint ihr gewillt zu sein, eure Loyalität gegenüber Zelenheim zu beweisen. Daher mache ich euch ein Angebot. Wenn ihr uns weiterhin dient und unterstützt, dann sollt ihr rehabilitiert sein und fürderhin als ehrenvolle Krieger gelten. In der Stadt Celadia gibt es einen Händler namens Markus. Er ist für die Enklave sehr wichtig, da er der letzte Händler ist, der sich bereit erklärt, die Kluft zu überqueren und uns mit dringend benötigten Waren zu versorgen. Er ist unsere einzige Hoffnung, wenn wir den immer häufiger werdenden Raubzügen der Dregatar standhalten wollen. Man berichtete mir, dass die Dregatar seine Konvois überfielen und versucht haben, ihn zu töten. Er muss geschützt werden. Ohne ihn werden wir nicht mehr lange überleben. Ich find's cool, wie die Untertitel einfach überhaupt nicht synchron zu dem auftauchen, was sie sagt. Da hat irgendwie keine gute Arbeit geleistet. Ja, aber wir haben den Level beendet, die Verliese von Irlon, und lassen die ganze Festung, den ganzen Vorposten jetzt hinter uns und begeben uns in das Dorf Celadia, um da Markus den Händler zu eskortieren. Ja, eigentlich ein ziemlich gutes Angebot. Ich meine, wir kommen aus dem Gefängnis raus, dafür, dass wir ein bisschen Monster schnitzeln können. Nur irgendwie diese komische, die dann neben dem Thron saß, die war mir ein bisschen unsympathisch, so von wegen, ja, erwartet, dass wir denen trauen? Naja, schauen wir mal, dass wir die auch noch überzeugt kriegen. Ja, war ein bisschen actionreicher jetzt. Es wird noch viel, viel actionreicher als das, was wir bisher gesehen haben, denn jetzt fängt das Spiel erst richtig an mit dem dritten Level. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut!